auch in der breiten Gesellschaft, am Boden der Gesellschaftspyramide, ist man vielfach süchtig. In der gesellschaftlichen Breite, wo der ängstliche Narzissmus vorherrscht, der alles trägt und mitträgt, der ängstliche Narzissmus, und man könnte selbst das schon als eine Art Unauffälligkeitssucht oder Konformitätssucht bezeichnen, eine anti-individualistische, harmoniebedürftige Anpassungsgefallsucht, eine Sucht nach Zugehörigkeit und Geborgenheit in der Masse, beziehungsweise wenigstens in der größtmöglichen Gruppe, bis hin zu einem psychischen Kollektivismus, aber es funktioniert nicht als Weg zum Glück. Auch in der Breite der Gesellschaft führt das narzisstische Streben in die Sackgasse. Es funktioniert als Weg zum Glück ebenso wenig wie das vertikale Streben bei den Reichen und Wohlhabenden, in der Isolation, in den goldenen Käfigen und schließlich in den Luxuskliniken, wo aber leider eben nicht die Luxussucht therapiert wird. Auch in der Breite der Gesellschaft werden die Ängste und Sorgen und geheimen Frustrationen betäubt mit Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, mit Drogensucht und Süchten aller Art, mit Konsumsucht im weitesten Sinne. Man kann auch einfach süchtig sein nach Filterblasenprogrammen, endlos auf toxischen Plattformen rumhängen und algorithmische Filterblasenkonstruktion genießen, algorithmische Diskriminierung inklusive, algorithmische Benachteiligung von nicht rein unterhaltungstechnischen Inhalten, algorithmische Benachteiligung von Inhalten, die nicht banal genug sind fürs 24-Stunden-Primetime-Unterhaltungsangebot, und andererseits die hysterische Übererregung kann man genießen von narzisstischen Flying Monkeys, die jeden Tag aufs Neue ausschwärmen, um sich irgendwo kollektiv wahnsinnig aufzuregen und eine Art digitale Steinigung zu vollziehen. Bestimmte Verhaltensmuster ändern sich wohl auch nie.